Körperspannung, Intensität, Höchstleistung, Adrenalin. Diese Kicks suchen viele im Sport. Doch unser Körper setzt Grenzen. Die Muskulatur verlangt nach großen Strapazen ihre Pausen, um sich zu erholen, bevor wir uns erneut belasten. Die Muskeln müssen Laktat abbauen. Es bildet sich, wenn während einer Belastung der Atemsauerstoff nicht ausreicht, um den Energiebedarf im Muskel zu decken. Für den Triathlon-Weltmeister Stefan Schmidt gehört der ständige Wechsel zwischen Belastung, Erholung und erneuter Belastung zum Alltag. Der Profi kennt seine Laktatwerte. Das ist ja die Grundvoraussetzung für Erfolg im Sport. Wer weniger Laktat hat, ist der erfolgreicher. Stefan Schmid senkt seinen Laktatspiegel mit RG+, ein diätisches Lebensmittel in Pulverform, das in Wasser aufgelöst getrunken wird. RG+ enthält die essentielle Aminosäure L-Arginin in großer Menge, kombiniert mit Vitaminen und pflanzlichen Stoffen. Ich nehme es sowohl im Training als auch im Wettkampf, wobei ich es hauptsächlich immer nach meinen Trainingseinheiten nehme, damit ich mich schneller erhole. Weitere Top-Athleten vertrauen auf RG+, die dreifache Ironman-Siegerin Christine Möller, der deutsche Meister im Mountainbike-Marathon Markus Kaufmann und der 12-Stunden-Mountainbike-Weltmeister Rupert Pallenberger. Ich erhole mich deutlich schneller und ich spüre im Wettkampf, dass ich später ermüde. Ja, früher habe ich halt Arginin als in Tablettenform zu mir genommen und seit ich es in Pulverform habe, trinke ich es gern und ich freue mich eigentlich immer schon drauf, weil es einfach sehr lecker schmeckt. Und auch im Wettkampf habe ich gespürt, dass ich halt wirklich intensiver in die Belastung reingehen kann und auch die Belastung langandauernd aufrechterhalten kann. Das Gespür der Topathleten für die Wirkung von RG+ entspricht dem Ergebnis einer Studie aus dem Jahr 2012. 17 Sportler unterzogen sich einem Stufenlauftest. Danach wurde 2 Monate weiter trainiert, jetzt aber mit RG+. Und dann wurde der Stufenlauftest wiederholt. Das Ergebnis war so überraschend wie beeindruckend. Bei fast allen Leistungssportlern wurde in den entsprechenden Belastungsstufen ein niedriger Laktatwert gemessen, im Schnitt 15%. Und deshalb setzt sich RG+ im Leistungssport auch immer mehr durch. Doch nicht nur Spitzenathleten profitieren von dem Getränk der Firma Forever. Jeder, der Sport treibt, kann RG+ verwenden. Laktat tritt in der Muskulatur bei jeder stärkeren körperlichen Belastung auf. Egal, ob Freizeitsportler oder Leistungssportler. RG kann offensichtlich helfen, den Laktatwert abzusenken. Und deshalb hilft RG auch ambitionierten Breiten- und Freizeitsportlern. Im Wettkampf heißt es dann wieder Intensität und Anspannung. Die Top-Athleten belauern sich nicht nur gegenseitig, um den Zeitpunkt für die nächste Attacke abzupassen. Sie beobachten auch sehr genau, womit die Konkurrenten ihre Energiespeicher wieder auffüllen. Ja, also es spritzt sich schon rum. Man sieht es natürlich, was wir trinken, was wir verwenden. Und das zieht langsam Kreise, ja. RG+. Weniger Laktat, mehr Leistung.